Ich war noch niemals auf Hawaii. Heute sehen wir Hits, Musik von Udo Jürgens, der letztes Jahr verstorben ist und das den Jugendlichen sicherlich bekannt ist. Ich war noch niemals in New York und wir hoffen, dass wir den Geschmack der Jugendlichen heute getroffen haben. Das sind die besten und freundlichsten und begeisterten Gäste. Ich finde es auch wunderbar, dass die ÖBB das machen und dass die ÖBB auch sagen, es geht nicht nur darum, Jugendlichen eine gute Ausbildung zu ermöglichen, sondern es geht auch darum, ihnen einen Zugang zur Kultur und zum Theater zu ermöglichen. Und insofern ist das von den 250 bis 300 Vorstellungen, die wir hier Jahr für Jahr spielen, meine Lieblingsvorstellung. Viele unserer jungen Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern heute sind ja 1100 Jugendliche angereist auch und waren oft noch nie in einem Theater. Für die Jugendlichen ist es neben ihrem Ausbildungsalltag eine wunderbare Abwechslung, eine Bereicherung und das ist uns wichtig, dass es ihnen gut geht auch. Mir gefällt sehr gut, es ist ein Wahnsinn, dass ich wieder da sein kann. Ich bin im dritten Lehrjahr, bin ausgewählt worden, dass ich mitfahren kann heuer. Mir taugt es richtig gut, danke für das. Also es ist sehr nett und auch interessant zu sehen. Sehr gut und wir sind froh, dass wir heute da sein dürfen. Ich finde das sehr interessant, ich finde das mit den Bühnen, alles drum und dran, ich finde das so cool. Einfach. Mir gefällt es brutal gut, ich finde das eine super Aktion von der ÖBB, dass sie alle Lehrlinge einladen. Ich finde das echt super und wir sind von Vorarlberg der weite Weg daher. Aber ist trotzdem schön. Also ich finde das Musical ist sehr schön. Mir gefällt es sehr gut und dass sie uns das sozusagen uns das ermöglichen, das Musical anzuschauen, ist sehr nett. Das Musical taugt mir eigentlich sehr. Man sieht da sehr viele Lehrlinge aus ganz Österreich, was mir eigentlich auch ganz nahe ist. Voriges Jahr war ich auch da, sind auch so viele Lehrlinge da gewesen. Und ja, sonst super Stimmung finde ich.